Meine Majestät, Sie sehen fantastisch aus. Vielen Dank. Du bist ein Penner. Du bist so ein Penner. Wir sind hier im 12-Sterne-Hotel. Hättest dich schon ein bisschen besser anziehen können. Ja, erstens wusste ich das nicht und zweitens bin ich eher der Campingplatz-Typ. Also, was ist hier los? Versteck dich! Spielen heute Verstecken. In diesem Luxushotel. Ich freue mich schon auf die Folge Topfschlagen, wenn die mal drankommen. Also, du hast Zugang zu dem kompletten öffentlichen Bereich des Erdgeschoss und 5 Karten für die Suiten. Mayberg hat jetzt 90 Minuten Zeit, sich zu verstecken. Danach habe ich auch 90 Minuten Zeit, ihn zu finden. Hinfort gehen Sie mir aus den Augen. Du findest mich nie. Also, ich werde mir jetzt erstmal alle Möglichkeiten anschauen, die ich habe. Erdgeschoss, die Suiten. Und erst ganz am Schluss entscheide ich, wo ich mich verstecke. Das ist jetzt das Schöne, ne? Ich meine, du hast quasi so Restaurants, Hotels hast du im Moment total für dich. Also, das ist natürlich, es wäre mega naheliegend, ja? Aber ich glaube, also ganz ernsthaft, manchmal sind diese naheliegenden Dinge, wenn ich mich jetzt einfach hier verstecken würde. Strategisch ist so ein naheliegendes Versteck nicht verkehrt. Das werde ich mir auf jeden Fall merken. Ah, das wäre natürlich nicht schlecht. Ja. So, während Prinzessin Tiny Meini jetzt da draußen rumwuselt, werde ich mich mal kurz dieser kleinen Überwachungskamera bedienen, die da zufällig jemand heute Morgen noch installiert hat. So, schau mal auf den Eingang. Ich will dieses Ding heute gewinnen. Die sieht er nicht. Gehen wir mal auf die Zimmer. Was habe ich denn hier? 200, 400. 600, 200, komm, fangen wir mal mit 200 an. Hereinspaziert! Alter! Alter! Wenn der Banause wüsste, wo er gerade ist, in Deutschlands teuerster Suite. Der Ludwig-Suite im Vierjahreszeiten Kempinski in München. 22.000 Euro pro Nacht. Ist ja irre. Das ist ein richtiges Mindgame. So, er denkt wahrscheinlich, dass ich denke, dass er denkt, dass ich denke, dass er ein richtig kreatives Versteck hat. Und deshalb versteckt er sich in was Offensichtlichem, so einen Schrank oder unterm Bett. Klassiker, unterm Bett. Ja, ich meine, das bietet sich natürlich megamäßig an, aber da will ich als erstes, selbst als Marc, würde ich da als erstes drunter gucken. So, der Mayberg hat so einen Wettbewerbsvorteil, der ist so klein. Ich meine, mit dem kleinsten Mann der Welt Verstecken zu spielen, war jetzt nicht die klügste Idee von mir. Ja, gut. Ist sogar ganz bequem. Das ist natürlich definitiv zu billig. Ich habe mich aufs Klo zubewegt, ja, und dann ist der Klodeckel automatisch hochgesprungen. Ich simuliere mal. Ah! Ah, so. Gönnen wir uns noch mal einen edlen Tropfen. Was kann so ein Fläschchen kosten, Marc? Hä? Was kann das kosten? Was weiß ich? Auf dein Wohl. Leichter, vanillig-mosiger Trüffel-Erdgeschmack mit Banane im Abgang. Ich muss jetzt hier Marc auf eine falsche Fährte locken. Meine Schuhe hinstellen. Okay, weiter geht's. Ihre Majestät wird heute gewinnen. Seit 38 Minuten sucht der kleine Hauself bereits ein Versteck. Aber ich, Herrscher Marc Seibold, werde ihn finden. Das Blöde ist, es ist riesig und es ist etwas verwirrend. 603. Nee, scheiße. 603 müsste dann hier. Ich habe auch noch 676. 676 ist auf jeden Fall da. Lauf mal schnell, weil die Kamera hat hier was aufgezeichnet.
Da ist er. Da ist er. Da sehe ich ihn in der Tür stehen. Das heißt, jetzt gerade ist er in dieser Suite drin. Und wenn ich ihn jetzt nicht mehr sehe, dass er rauskommt, weiß ich, dass er da drin ist. Ah. Okay. Hat er das auf dem Schirm? Denkt er an draußen? Warte, ich zeig dir mal, wie es aussieht. Ja, so sehe ich dich schon nicht mehr. Fuck, jetzt geht er raus, oder? Meinberg hat Zimmer 676 verlassen. Das heißt, ich kann jetzt zumindest schon mal ausschließen, dass er sich darin befindet. Also ich traue dem Ganzen noch nicht. Hier folgen mir ständig Leute von unserem Team, aber es sind auch Menschen vom Hotel dabei. Keine Ahnung, ob Marc mit denen unter einer Decke steckt. Also da muss ich echt aufpassen. Rufen wir mal einen Meini an. 0176 235. Spaß. Das wäre so geil. Marki. Ihre Majestät. Sitzt du schon im Schrank? In einigen. Da habe ich schon Probe gelegen und gesessen. Und ich renne hier pünktlich in der Viertelstunde los. Ja, ja. Das Spiel ist vorbei, sobald ich dich sehe. Jetzt lass mich mal hier wieder in Frieden meinen Luxus genießen. Ja, tschüss, Dobby. Nur noch ein paar Minuten, aber mein Plan steht. Und zwar mit doppeltem Boden. So, jetzt sind wir in der Lobby. Marx. Königssaal ist jetzt hier um die Ecke. Trotzdem jetzt ein bisschen leiser, weil ich möchte natürlich nicht, dass der irgendwas mitkriegt. Er würde es nie tun. Deswegen tue ich das. Etwas vermeintlich Offensichtliches, so dicht vor Marks Nase, dass er darüber hinwegschaut. Es ist wesentlich enger und unangenehmer, als ich mir das vorgestellt habe. Wünscht mir Glück! Okay, das ist eigentlich ein mega Versteck. Aber gerade als ich drunter gekrochen bin, da waren die Leute vom Hotel noch dabei. Und unser Redakteur Daniel. Also, wer weiß. Jetzt sind die weg. Okay. Okay. Planänderung. Jetzt sind nur noch wir da, Flo, du und ich. Und jetzt gehen wir hoch. Komm. Sebastian Meinberg. Nein! 13.27 Uhr. Jackpot! Jackpot! Das ist der Jackpot, Leute. Sebastian Meinberg ist gerade in dieses Zimmer reingegangen. Das ist so asozial. So. Flo, ab hier komme ich alleine klar. Mach dich unauffällig bitte in die Lobby zurück, dass alle anderen noch denken, alle, die mich verraten wollen, denken, dass ich noch unter diesem Sofa liege. Ciao, Flo. So, da lege ich mich jetzt rein. So, Meinbergs Zeit ist vorbei. Jetzt starten meine 90 Minuten Suchzeit. Also es könnte jetzt der asozialste Move in der DSDN-Geschichte sein. Und zwar, ich habe ihn ja gerade gesehen, dass er in Zimmer 676 reingegangen ist. Da gehe ich jetzt natürlich hin. Grüß Gott. Grüß Gott. Wenn er innen den Vorhang aufmacht, ja, dann sieht er mich. Ich könnte natürlich jetzt noch mal gucken, ob ich schnell noch so ein Bäumchen umbaue und mir hier quasi noch so ein Bäumchen hinstelle. Das sollte ich mir am besten schnell überlegen. Vielleicht den Topf von da ganz hinten.
schon offen. Ich hab was gehört. Ich hab grad was gehört, ich hab was gehört. Boah, bei jedem Ding, den ich auf, sehe ich mein welches Gesicht dahinter. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Sebastian! Ist das schlecht? Ist das schlecht? Sebastian! Ist das schlecht? Ist das schlecht? Eine Minute! Eine Minute hätte ich noch gebraucht. Guck dir das mal an, das hättest du nie. Guck dir das an! Guck dir das an! Jetzt, pass auf! Ich sehe plötzlich so Meinberg, wie einfach mitten auf dem Balkon steht. Das kann nicht wahr sein. Niemals hättest du das gefunden. Stark! Der ist nicht schlechter. Scheiße, es war riskant. Ja, manchmal pokert man hoch und verliert viel. Ja. Du, so eine ganz kurze Frage. Ja, die habe ich auch. Kam es dir nicht ein bisschen komisch vor, dass ich zwei... Dass du ausgerechnet zwei Minuten nach Start in dem Zimmer warst? Ja, das kam mir komisch vor. Ich habe eine einzige Überwachungskamera installiert. Die war exakt vor dem Zimmer. Ich wusste die ganze Zeit, wo du bist. Das ist unfair. Das ist wahnsinnig unfair. Herzlich willkommen bei Das schaffst du nie! Oh. Weißt du, wo ich zuerst war? Hast du auch eine Überwachungskamera gehabt? Nee. Ich hätte keine Ahnung. Scheiße. Leute, ihr lasst uns ein Abo da, wenn ihr diese Challenge fair und gerecht fandet. Hier seht ihr alle Sebastian Meinberg Challenges. Wir brauchen Abonnenten. So abonniert keiner. Und hier könnt ihr Corona World spielen. Auf meinen Sieg! Das gibt Ärger.